Das Wort Gottes zu leben bedeutet für uns, es mit dem Preis unseres Lebens zu bezeugen. Das sagte Kardinal Emmanuel III. Delhi, der chaldäische Patriarch von Babylon, in seiner Rede bei der Synode, in der er sein Mitgefühl für die Leiden aller Iraker ausdrückte. Die Iraker sind nach wie vor gezwungen, aufgrund der gefährlichen Umstände ihre Häuser zu verlassen und zu fliehen. In den letzten Tagen wurden die Häuser vieler Familien in Mosul evakuiert, um Mordbedrohung und Bombardierung zu entgehen. Wir sind 7 bis 8 Familien aus Mosul. Wir kamen hierher nach einem Überfall. Ein Vater und sein Sohn wurden im Gebiet von Al-Sadiq getötet. Was haben wir getan? Was ist die Haltung der Regierung in Bezug auf diesen Vorfall? Seit Monaten werden Christen ermordet und ihre Häuser bombardiert. Was diesen Familien passiert ist? Sie wurden obdachlos, ohne Essen, ohne Getränke, keine Kleidung, keine Vorräte und kein Geld. Was haben wir getan? Wo sollen wir hingehen? Wir wollen wieder zurück in unsere Häuser. In einem Interview mit H2O News in Rom wiederholte Kardinal Delli seine Berufung. Ich bitte Sie, sich um den Irak zu kümmern und ihn nicht beiseite zu schieben. Bis heute haben viele Länder die Probleme im Irak nicht registriert und keinerlei Besorgnis gezeigt. Wenn der Irak arm wäre, würden sie sich um ihn kümmern. Aber da er reich an Ressourcen ist, verfolgen sie nur ihre eigenen Interessen. Als eine Autorität im Irak und als Iraker erbitte ich, diese Verantwortung für den Irak und alle Iraker Sorge zu tragen, als einen Dienst an der ganzen Menschheit, am Fortschritt in der Gerechtigkeit und Heiligkeit, sodass jeder in den Irakern seinen Bruder sehen kann und die Iraker ihre Würde wiedererlangen. نظرة المحبة والأخوة والتعاون حتى يكون رأس حتى يكون العراقي مرفوع الرأس في كافة السنوات الماضية والآن وفي المستقبل. Im Hinblick auf den interreligiösen Dialog im Irak sagte der Patriarch: نحن كلنا منذ زمن طويل نتعاون. Für lange Zeit haben wir miteinander in Liebe und Brüderlichkeit gelebt. Dialog besteht nicht nur aus Worten. Wir haben ihn gelebt durch unser gemeinschaftliches Leben, unsere Arbeit und unsere Interessen, die wir mit unseren muslimischen Brüdern die letzten 14 Jahrhunderte geteilt haben. Das ist es, was Dialog ausmacht. Ich respektiere den muslimischen Glauben und der Islam respektiert meinen Glauben. Religion ist für Gott und die Nation ist für alle. Kullu wahid minna diyanatuhu azizah alayhi. Ad-dinu lillah wal-watan lil-jami'.